herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das heutige Video ist auf jeden Fall eins der meist angefragtesten in letzter Zeit. Vor allem auf Instagram gibt es einige, die auf dieses Video warten. Und zwar gibt es heute eine neue Haarroutine. Ich habe mir vor ein paar Monaten vorgenommen, mich wieder etwas mehr um meine Haare zu kümmern, meine Haarroutine wieder so ein bisschen hochzufahren und zumindest an ein paar Tagen in der Woche meine Haare so ein bisschen ordentlich zu stylen und nicht einfach immer nur im Dutt oder im Zopf zu tragen. Und ich war auch nicht mehr so zu 100% zufrieden mit den Produkten, die ich vorher verwendet habe, was aber nicht an den Produkten liegt, sondern einfach daran, dass sich meine Haare verändert haben. Dadurch, dass ich sie halt gefärbt habe, haben sie einfach jetzt ein bisschen andere Ansprüche. Und deswegen habe ich neue Produkte ausprobiert, die ich am Anfang schon richtig cool fand, aber ich wollte sie erst lange genug testen, bevor ich sie euch zeige. Und ich habe die jetzt etwa 2 oder 3 Monate lang getestet und bin echt richtig zufrieden damit. Und deswegen gibt es heute ein Update meiner Haarroutine. Und ich denke, das reicht fürs Intro und es geht direkt los. Das ist wohl die erste Haarroutine, die ich in der Küche drehe und nicht im Badezimmer. Wobei, ich habe, glaube ich, mal eine im Wohnzimmer gedreht. Auf jeden Fall ist mein Badezimmer immer noch eine Baustelle. Wir haben seit 2 Monaten keine Dusche und deswegen wasche ich mir die Haare für dieses Video heute in der Küche, in der Spüle. Ist aber gar kein Problem, die Spüle hier ist sehr groß. Momentan wasche ich meine Haare 2-mal die Woche. Früher habe ich sie nur 1-mal die Woche gewaschen, aber inzwischen ist mir das zu wenig, weil sie dann einfach mit jedem Tag so ein bisschen schwerer zu handeln werden. Deswegen wasche ich sie jetzt inzwischen öfter. Diese Woche habe ich sie erst 1-mal gewaschen, also die heutige Wäsche ist auf jeden Fall schon ein paar Tage überfällig, weil ich einfach die letzten Tage, wo es jetzt so heiß war, nicht im Fitnessstudio war. Ja, normalerweise gehe ich nämlich jetzt, seit wir keine Dusche mehr haben, dort duschen und wasche dann auch meine Haare dort. Also habe ich es diese Woche noch nicht gemacht. Meine Haare sind seit Tagen in einem Dutt oder in einem Zopf und dementsprechend sehen die jetzt auch aus. Also das sind meine Haare vor der Wäsche komplett ausgehangen. Also an Locken ist da eigentlich nichts mehr da. Es ist nur noch Frizz. Seit ich meine Haare gefärbt habe, das ist ja jetzt schon etwa 1 Jahr her, hat sich meine Pflege auch auf jeden Fall verändert. Also die Produkte, die ich jetzt nutze, sind auf jeden Fall, ich sag mal, nicht ganz so natürlich wie die Produkte, die ich früher benutzt habe. Es ist trotzdem alles Naturkosmetik. Und ja, ich finde die Inhaltsstoffe von den Produkten soweit in Ordnung, sonst würde ich sie auch nicht verwenden. Aber gerade mit den gefärbten Haaren kam ich halt vor allem mit festem Conditioner nicht mehr so super gut klar. Beziehungsweise hat es manchmal einfach sehr viel Geduld gebraucht, die ich in letzter Zeit irgendwie nicht hatte. Und deswegen, ja, bin ich auf so ein bisschen konventionellere Produkte wieder umgestiegen. Was einfach meint, ich habe jetzt wieder Produkte, die in Plastik verpackt sind. Aber ich benutze auch nicht nur diese Produkte. Also ich habe auch immer noch ein festes Shampoo und auch einen festen Conditioner. Und ich fange einfach mal mit dem Shampoo an. Also Shampoo und Conditioner nutze ich jetzt gerade hauptsächlich diese beiden hier. Die Firma heißt Faith in Nature. Ist eine Firma aus England, ist alles vegan, tierversuchsfrei und hier steht jetzt 99% natürlicher Ursprung. Und bevor ich die gekauft habe, bin ich natürlich auch die Zutaten alle durchgegangen und ich finde diese Produkte echt in Ordnung. Ich muss meine Haare gerade wieder zusammen machen. Wir haben einfach über 30 Grad und es ist zu warm. Dieses Shampoo hier ist mit Sulfaten und deswegen benutze ich das auch nicht jedes Mal. Also ich benutze das durchschnittlich, würde ich sagen, benutze ich das 1-mal die Woche bis alle 2 Wochen und bei den anderen Haarwäschen benutze ich mein festes Shampoo. Ich glaube, das liegt sogar hier. Mein festes Shampoo habe ich hier in meiner Dose drin und zwar sieht es jetzt gerade so aus. Nicht sonderlich spektakulär. Das ist das feste Shampoo von Lamazuna. Das ist die Sorte mit Orange. Die habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Und das Shampoo finde ich immer noch super gut. Nur habe ich gemerkt, dass ich jetzt in der Kombination von den Produkten, die ich benutze, ab und zu halt auch so ein, ja, intensiveres Shampoo brauche, damit einfach wirklich alle Rückstände so entfernt werden, weil sonst hängen sich meine Locken halt total aus. Ja, deswegen benutze ich das so als Grundreinigung, sage ich mal, und regulär mein normales festes Shampoo. Als Conditioner habe ich den dazu passenden. Die Sorte hier heißt Hanf und Sumpfblume. Ich kaufe die im Budni. Ich habe die sonst noch nirgendwo gesehen. Also falls es bei euch keinen Budni gibt, dann müsstet ihr die eventuell online bestellen, falls ihr die auch probieren möchtet. Also im DM oder Rossmann habe ich die jetzt nicht entdeckt. Vielleicht gibt es sie bei Müller. Ich habe hier, glaube ich, nirgendwo einen Müller, deswegen kann ich das jetzt nicht sagen. Ja, aber bei Budni gibt es die auf jeden Fall. Das ist auch die einzige Reihe, die ich ausprobiert habe, weil ich mit der einfach beim ersten Mal zufrieden war. Also Shampoo habe ich bisher nur 1-mal gekauft und es hält halt auch wirklich, wirklich lange. Also ich habe das schon seit mehreren Monaten und es ist jetzt so viel raus aus der Flasche. Conditioner hält natürlich bei meinen Haaren nicht so lange. Das ist jetzt schon meine 2. Flasche und ich weiß leider jetzt nicht mehr genau auswendig, was die kosten, aber ich schreibe es euch auf jeden Fall hier nochmal hin. Ich meine, es waren so um die
7 Euro oder so pro Flasche. Den Conditioner benutze ich bei jeder Haarwäsche, einfach um meine Haare auch schön leicht durchkämmen zu können. Und ich mache es immer so, dass ich als erstes meine Haare wasche und dann schon mal meine Gesichtsreinigung auftrage und dann den Conditioner. Und solange ich dann meinen restlichen Körper wasche, lasse ich den Conditioner einwirken, so ein bisschen als kleine Haarkur. Und ja, das reicht mir dann so. Und die Haarroutine, die habe ich jetzt schon seit ein paar Monaten und bin echt happy damit. Die ersten Tage sind meine Locken damit auch noch sehr lockig, aber wie gesagt, wenn ich sie nicht zweimal die Woche wasche, sondern nur einmal die Woche, dann lässt bei mir so ein bisschen die Motivation nach von Tag zu Tag, sodass ich sie am Ende immer nur noch im Dutt trage. Und ja, dann sind die Locken halt komplett ausgehangen, aber deswegen seht ihr in meinen Videos die letzten Jahre eigentlich auch kaum noch meine Haare so lockig, wie sie eigentlich sind, weil ich meistens einfach zu faul bin, sie zu stylen. Aber heute seht ihr sie frisch nach dem Wash Day, deswegen, ja, legen wir jetzt mal los. Zu zeigen gibt es eigentlich nicht sonderlich viel. Ich wasche meine Haare ganz normal, wie man seine Haare halt wäscht. Das mache ich jetzt. Oder sollte ich sagen, ich wasche meine Haare so, wie man sie halt wäscht, wenn man keine Dusche hat. Spülung verwende ich echt viel, aber das brauchen meine Haare einfach. Und das lasse ich jetzt kurz einwirken. Es geht weiter nach dem Haarewaschen. Ich habe jetzt meine Haare vielleicht so eine halbe Stunde oder so in dem Handtuch drin gelassen, aber normalerweise würde ich das direkt nach dem Waschen jetzt weitermachen. Da es für die Definition am Ende schon recht wichtig ist, wie nass die Haare noch sind. Also die sollten schon noch sehr nass sein. Das Haarekämmen mache ich mir ganz einfach. Ich benutze dafür immer noch meinen Tangle Teaser. Der ist jetzt schon viele, viele Jahre alt und funktioniert aber immer noch super. Und damit kämme ich meine Haare einfach durch. Manchmal entwirre ich die schon unter der Dusche mit dem Conditioner ein bisschen, aber eigentlich ist das nicht wirklich nötig. Also ich teile das dann immer so ein bisschen in Strähnen ein und gehe dann so durch. Und das geht dank diesem Conditioner wirklich sehr, sehr gut und sehr einfach. Und meine Haare sind jetzt sehr viel verknoteter, als sie es normalerweise wären, da ich sie, wie gesagt, jetzt einige Tage lang im Dutt getragen habe. Und da verknoten die halt immer sehr schnell. Und meine Haare hätten auf jeden Fall auch wieder einen Friseurbesuch nötig. Also die Spitzen sind jetzt schon ein bisschen kaputt. Das letzte Mal war jetzt halt fast genau vor einem Jahr, als ich sie färben lassen habe. Und ich würde sie tatsächlich auch gern wieder färben lassen. Also die sind jetzt schon bis hier in etwa rausgewachsen. Und die Ansätze würde ich gerne nachfärben lassen. Aber bisher habe ich leider noch keinen Termin bekommen. Also immer wenn ich gucke, gibt es gerade keine Termine. Deswegen warte ich noch ein bisschen, aber sie müssten echt mal geschnitten werden. Die Stufen sind auch so langsam rausgewachsen, also ja, es wäre echt mal wieder nötig, aber ich möchte es jetzt nicht selber machen, da ich halt, ja, wegen dem Färben eh zum Friseur gehen wollte. Eventuell muss ich sie gleich auch noch mal ein bisschen nass machen, weil die jetzt schon ganz gut getrocknet sind in der halben Stunde. Ich habe mich ablenken lassen. Meine Haare sind komplett durchgekämmt und jetzt kommt mein Leave-In-Conditioner zum Einsatz. Der ist in der Glasflasche. Finde ich sehr, sehr cool. Und den habe ich ebenfalls im Budni entdeckt. Ich weiß nicht, ob es den auch noch vielleicht in anderen Drogeriemärkten gibt. Aber ansonsten gibt es die Produkte auf jeden Fall auch online. Es gibt davon auch Shampoo und Conditioner. Die habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Vielleicht probiere ich die in Zukunft auch mal aus, da ich das gerade mit der Verpackung im Glas sehr cool finde. Afro Locke Leave-In. Hier steht noch drauf, Naturkosmetik für lockiges, trockenes und brüchiges Haar. Und damit komme ich richtig gut zurecht.
Ich habe den jetzt, glaube ich, seit 3 Monaten in etwa und die Flasche ist jetzt halb leer. Also könnt ihr euch in etwa ausrechnen, wie lange das wohl hält. Und die Flasche hat so etwa 17 Euro gekostet. Zum Auftragen mache ich das jetzt so, dass ich meine Haare einfach in der Mitte einigermaßen einteile, also in 2 Hälften. Und jetzt nehme ich mir von dem Leave-In 2 Pumpstöße. Und diese Menge verteile ich jetzt jeweils auf einer Seite. Dafür gehe ich einfach so durch. Meine Haare sind ein kleines bisschen zu trocken an den Spitzen, aber es geht noch. 2 Pumpstöße auf die andere Seite. Und jetzt nehme ich auch für jede Seite noch einmal noch einen Pumpstoß und verteile das dann an den Stellen, wo ich das Gefühl habe, dass noch nicht genug Conditioner dran ist. Das sind oft vor allem hier vorne die Strähnen und die Spitzen und auch dieser Bereich hier hinten so. Auch hier auf der anderen Seite genau das Gleiche. Meine Spitzen sind noch sehr trocken, deswegen mache ich jetzt da noch ein kleines bisschen Produkt rein. Jetzt kommt der übliche Schritt, wie immer, die Haare noch schön durchkneten, einfach damit sich die Locken wieder zusammenfinden. Gerade durch das Kämmen mit dem Tangle Teaser werden die Haare halt so komplett auseinandergezogen. Und deswegen knete ich die wieder schön zusammen. Und das macht wirklich einen riesen Unterschied. Also wenn ich meine Haare jetzt ohne das Kneten trocknen lassen würde, dann würden sich halt wegen dem Kämmen einfach die Locken nicht so krass bilden. Früher habe ich das ja so gemacht, dass ich meine Haare gar nicht gekämmt habe. Also ich habe sie nur vor dem Waschen mit den Händen entknotet. Und das war da zu dem Zeitpunkt auch vollkommen in Ordnung, da meine Haare einfach super gesund waren. Da sie halt nicht gefärbt waren und ich habe sie regelmäßig geschnitten und ja dann nur natürliche Produkte verwendet. Und da waren meine Haare halt einfach so gesund, dass sie gar nicht viel verknotet sind, aber das geht halt jetzt nicht so wirklich. Und damals hatte ich auch mehr Geduld, meine Haare jeden Tag zu stylen und jeden Tag zu entwirren nach dem Schlafen. Deswegen sind sie ja nie so sehr verknotet wie jetzt momentan. Deswegen brauchen meine Haare jetzt ein bisschen mehr Unterstützung dabei, sich zu locken. Was man auch machen kann, damit die Locken sich mehr zusammenfinden, oder halt nach dem Waschen gar nicht so auseinandergezogen werden durchs Kämmen, ist, dass man sie einfach unter der Dusche kämmt. Das mache ich auch eigentlich sehr gerne. Wenn die Haare richtig nass sind, dann finden die sich halt eher so zu den Locken zusammen. Nur wenn ich meine Haare kämme, verliere ich sehr viele Haare und das kann ich halt im Fitnessstudio unter der Dusche nicht machen. Das würde einfach die komplette Dusche verstopfen. Deswegen kämme ich meine Haare dort nicht und kämme sie halt momentan nach dem Waschen. Ich habe sie jetzt auch schon viel mehr geknetet, als ich das normalerweise tue, weil ich gerade einfach am Reden war und es vergessen habe. Ja, dann wuschel ich noch ein bisschen durch. Headbangen, wie immer. Das gehört einfach mit dazu. Die Ansätze lockern, dass die Haare dann nicht so platt runterhängen. Und so lasse ich sie jetzt einfach lufttrocknen. Ich fasse sie nicht mehr an. Es müsste jetzt auch ziemlich schnell gehen. Wir haben 34 Grad draußen. Ich denke, so in einer halben Stunde in etwa sind sie wahrscheinlich trocken. Meine Haare sind jetzt so 90% trocken und jetzt bleibt noch eine Sache. Und zwar, es gibt hier immer wieder so Locken, die sich so sehr dick zusammengefunden haben, wie diese hier. Und die zupfe ich einfach noch ganz vorsichtig auseinander. Das gibt dann einfach nochmal mehr Volumen. So wie hier zum Beispiel. Aus einer Locke werden mehrere. Und dann noch einmal gut durchschütteln. Also die Ansätze sind echt noch leicht feucht. Aber so sehen meine Haare dann getrocknet aus. Und das war schon meine komplette Haarroutine. Jetzt gerade sieht man auch voll gut, wie weit die Farbe einfach rausgewachsen ist. Im Alltag fällt mir das gar nicht mehr so auf. Mir gefällt an dieser Haarroutine, dass sie meinen Haaren schönes Volumen gibt, aber die Locken sind trotzdem definiert. Und der Leave-In Conditioner macht die Haare richtig weich und gibt ihnen halt diese Definition, ohne aber zu sehr zu beschweren oder die Haare irgendwie so klebrig, schmierig oder sowas zu machen. Manchmal gebe ich noch ein kleines bisschen Öl in die Haare, das ist aber wirklich sehr, sehr selten. Normalerweise endet meine Routine hier. Man sieht jetzt, wo sie getrocknet sind, auch auf jeden Fall, dass ich halt echt einen Haarschnitt nötig hätte. Also hier sind einige Strähnen, die sich nicht mehr so ganz stark locken, die sich so ein bisschen raushängen. Da müssten halt einfach wieder mehr so ein paar Stufen rein. Und hier oben sind die Haare, wie man glaube ich auch
sieht, so ein bisschen frissig, da waren die halt echt schon zu trocken. Also deswegen ist es so wichtig, den Leave-In-Conditioner reinzumachen, wenn die Haare wirklich noch richtig nass sind. Aber das finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Wenn ich das schlimm finden würde, würde ich sie hier einfach nochmal ein bisschen anfeuchten und dann nochmal ein bisschen Leave-In-Conditioner oder Öl einfach reinmachen. Und dann war es das für das heutige Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was für Videos ihr als nächstes sehen möchtet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Eine letzte Sache fehlt noch, der Längencheck. Ich versuche ja meine Haare wieder etwas länger wachsen zu lassen. Mein Ziel ist so, ja, lockig bis zur Taille etwa. Das würde jetzt noch so ein Jahr wahrscheinlich dauern oder zwei Jahre. Die sind jetzt glatt, etwa bis zum Bauchnabel, also die längsten Strähnen. Die meisten sind so zwischen Taille und Brust und die längsten gehen etwa bis zum Bauchnabel. Ich hoffe mal, dass da demnächst nicht zu viel abgeschnitten werden muss.